Leute, es gibt neue Informationen zum Perk-System und es gibt einen Leak, der diese ganze Geschichte noch viel krasser macht. Und statt jetzt gehe ich davon aus, dass dieses System auch tatsächlich kommen wird. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit und würde auf jeden Fall Apex Legends viel, viel umfangreicher, taktischer gestalten und so weiter. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, wo ich über die Perks rede und dass es wahrscheinlich kommt, und dort benenne ich auch einige beispielhaft. Es kann natürlich sein, dass an den Perks was verändert wird, dass die überarbeitet werden. Davon sollten wir ausgehen. Aber die Information, die ich jetzt für euch habe, die ist so absolut krank und wird einige Fähigkeiten der ganz alten Legenden, der Starterlegenden, Lifeline, Pathfinder, Bloodhound, Bangalore, wie sie alle heißen, Wraith vor allem, ganz interessant. Denn es gibt ein Gerücht von einem Dataminer, der schon mal was geleakt hat, wo keiner es für richtig gehalten hat oder für möglich gehalten hat, und hatte dann einfach recht, und der behauptet, dass es wohl so sein wird, wenn das Perk-System kommt, dass die Legenden auf den Originalzustand zurückgesetzt werden, damit eben die Variation an Perks vielfältiger ist und wir für, ich sag mal, Vergleich Wraith zum Release und Wraith jetzt Perks einsetzen, die entweder sagen, ich fand die OG Wraith besser als die Wraith jetzt, oder umgedreht, und dass du mit bestimmten Perks das irgendwie variieren kannst, welches Mittelmaß du suchst. Zum Beispiel war es früher so, wer das nicht weiß, es war früher so, dass du ein Instant Phase hattest. Du hast quasi deine taktische Fähigkeit aktiviert und wurdest sofort unsichtbar. Jetzt ist das ja schon seit zig Seasons so, dass das ewig dauert, oder der Grappling Hook von Pathfinder, die Cooldown-Zeit ist einfach viel zu lange. Früher waren es, glaube ich, 15 Sekunden oder so. Oder Lifelines Rest-Schild, ganz, ganz hoch im Kurs, das fehlt vielen. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass Lifeline mit ihrem Rest-Schild zurückkommt und du über die Perks kontrollieren kannst, inwieweit du das Original oder Stand jetzt Lifeline besser findest, und kannst mit diesen Perks mehr variieren. Und ich gehe Stand jetzt auch davon aus, sollte das so kommen, wird es wahrscheinlich eine größere Variation pro Legende für die Perks geben. Und das ist eine Nachricht, wo ich sage, alter Falter, ich würde es absolut feiern. Ich habe es im letzten Video jetzt schon gesehen, einige von euch bestätigen, dass sie es nicht so geil finden würden. Zumindest sollte es in Ranked nicht so sein. Auch in Ranked würde ich es feiern, aber das ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ich finde es auf jeden Fall mega, mega interessant, und das würde auf jeden Fall eine heftige Änderung im kompletten Apex Legends Universum geben, und das Spiel würde sich auf jeden Fall nach etwas nicht neuem, völlig neuem anfühlen, aber nach etwas gewaltigen, einer gewaltigen Überarbeitung. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das einen frischen Wind ins Spiel bringt, auch wenn es nicht jeder feiert, wie gesagt. Aber das ist inhaltlich, muss man mal abwarten, was da genau passiert. Ihr hört von mir, wenn es Neuigkeiten gibt. Ach so, und wenn ihr übrigens Bock habt, dass ich vielleicht von den Legenden, die es damals gab auf der mobilen Version, da gab es ja schon 10, 11, 12 Legenden mit den verschiedenen Perks. Wenn ihr Bock habt, dass ich die mal aufdrösel in einem Video, alle Perks sage für die ganzen Legenden, sagt Bescheid. Vielleicht setze ich mich mal hin und gebe mir die, oder mache mir die Mühe. Wäre auch kein Problem für mich. Dauert vielleicht dann mal ein bisschen länger. Mal gucken, weil das doch eine ganze Menge Informationen sind. Also lasst es mich wissen, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und wer Stand jetzt aktuell das Video gerade tagesaktuell guckt, findet er mich wahrscheinlich gerade auch live auf Twitch. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.